Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geist. Kommt in seinen Dienst euch stellt, so haben wir eingangs gesungen. Wir haben uns aus unserem Alltag aufgemacht, haben nun alles stehen und liegen gelassen und sind zum Gottesdienst gekommen. Auch Sie, liebe Zuschauer, nehmen sich eine Auszeit, feiern diesen Gottesdienst mit uns. Unser Dienst ist es nämlich, Gott zu loben und zu preisen, ihm zu danken in der großen Danksagung der Kirche, der Eucharistie. Doch zunächst tut Gott einen Dienst an uns Menschen, so wie die heutigen Schrifttexte uns berichten werden. Gott ruft und beruft, weil er Menschen braucht, die ihm in seinen Worten und seinem Beispiel folgen, und zwar mit Folgen. Damit wir diesen Ruf Jesu hören und darauf antworten können, rufen wir zu ihm um sein Erbarmen, der uns trotz unserer Unvollkommenheit in seine Nachfolge ruft. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er nehme von uns Sünde und Schuld und führe uns einmal zum ewigen Leben. Amen. Allmächtiger, ewiger Gott, lenke unser Tun nach deinem Willen und gib, dass wir im Namen deines geliebten Sohnes reich werden an guten Werken. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Lesung aus dem Buch Jona. Das Wort des Herrn erging an Jona: Mach dich auf den Weg und geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe ihr all das zu, was ich dir sagen werde. Jona machte sich auf den Weg und ging nach Ninive, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Ninive war eine große Stadt vor Gott. Man brauchte 3 Tage, um sie zu durchqueren. Jona begann, in die Stadt hineinzugehen. Er ging einen Tag lang und rief: Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Sie riefen ein Fasten aus. Und alle, groß und klein, zogen Bußgewänder an. Und Gott sah ihr Verhalten. Er sah, dass sie umkehrten und sich von ihren bösen Taten abwandten. Da reute Gott das Unheil, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Wort des lebendigen Gottes. Darum sei Gott. Lesung
aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Ich sage euch, Brüder, die Zeit ist kurz. Daher soll, wer eine Frau hat, sich in Zukunft so verhalten, als habe er keine. Wer weint, als weine er nicht. Wer sich freut, als freue er sich nicht. Wer kauft, als würde er nicht Eigentümer. Wer sich die Welt zunutze macht, als nutze er sie nicht, denkt die Gestalt dieser Welt vergeht. Wort des lebendigen Gottes. Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Halleluja, 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 Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, Herr. Nachdem Johannes der Täufer ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simon, die auf dem See ihre Netze auswarfen. Sie waren nämlich Fischer. Da sagte er zu ihnen: Kommt her und folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Als er ein Stück weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Sie waren im Boot und richteten ihre Netze her. Sogleich rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit seinen Tagelöhnern im Boot zurück und folgten Jesus nach. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wenn man einer Aufgabe nachgeht, die einem am Herzen liegt, die man aufgebaut hat, in die man viel Herzblut investiert hat und sie an einen Nachfolger übergeben muss oder soll, dann hat man ganz besondere Erwartungen an diesen. Von einem Nachfolger erwartet man, dass er sich reinhängt und tut, was er tun kann, damit es gut weitergeht. Folgt mir nach, haben wir heute Jesus im Evangelium zu den Fischern sagen hören, zu den Brüderpaaren Simon und Andreas und zu Jakobus und Johannes. Er sagt nicht: Lauft mit. Wörtlich übersetzt heißt es aus dem Griechischen: Mir nach. Jesus braucht keine Mitläufer, er sucht Nachfolger, Menschen, denen er zutraut und die sich zutrauen, eigenständig im Sinne von Jesus zu leben und zu wirken. Und tatsächlich lassen sie alles stehen und liegen und folgen Jesus nach.
Menschenfischer sollen sie werden, Menschen auffangen durch die frohe Botschaft. Du bist nicht von Gott vergessen. Du liegst Gott am Herzen, er will dich auffangen. Halt geben, du sollst andere auffangen, Frieden in die Welt bringen. Brücken bauen. Gott will, dass du durchkommst, einmal auch durch den Tod. Er hat für dich in der Ewigkeit schon einen Platz bereitet. Liebe Schwestern und Brüder, die ersten Nachfolger Jesu gehen bei ihrem Meister täglich in die Lebensschule. 3 Jahre sind sie mit ihm unterwegs und immer wieder gibt es auch Rückschläge. Es fällt ihnen schwer, Jesus richtig nachzufolgen, aber sie wachsen in diese Lebensaufgabe hinein und werden zu guten Nachfolgern Jesu. Spätestens nach seinem Tod, seiner Auferstehung und Himmelfahrt kommt es jetzt voll auf sie an. Und Jesus kann auf viele bauen. Auf sie baut er sein Werk auf dem Fundament seiner Nachfolger steht unsere Kirche bis zum heutigen Tag. Wir alle heißen neben unserem ganz persönlichen Rufnamen Christen. Und dadurch soll deutlich werden, dass wir auch Nachfolger von Jesus Christus sind. Christus, der Gesalbte, Auserwählte, der Messias und Retter, hat uns ausgewählt, bei unserem Namen gerufen, folge mir nach. Bei der Taufe gesalbt, um mich spüren zu lassen, ich bin Gott wertvoll. Er ruft mich heute, Menschenfischer zu sein, die frohe Botschaft in die Welt zu bringen. Gott liebt dich. Sag das weiter, lass das Menschen spüren und erfahren. Und bei all dem erwartet Jesus von uns nicht, dass wir perfekt sind, aber er erwartet unsere Lernbereitschaft, von ihm und anderen echten Nachfolgern zu lernen, was es heißt, ein waschechter Christ zu sein. Möglichkeiten im Alltag gibt es dazu viele, egal wo ich bin, wie alt ich bin, was für einen Beruf ich habe oder wo ich lebe. Ich muss deswegen nicht alles stehen und liegen lassen, sondern dort, wo Gott mich hingestellt hat, Zeugnis von ihm und für ihn geben. Im Grunde unseres Herzens wissen wir alle, was Jesus wichtig ist, worauf er Wert legt und worauf wir Wert legen sollten. Wenn wir seine Worte hören, von seinen Taten hören, wie er gelebt hat, dann gehen wir auch in seine Schule. Denn das große Ziel ist es, echte Nachfolger Jesu zu werden. Und da bin ich nie fertig, aber Jesus traut auch mir zu, in diese Lebensaufgabe hineinzuwachsen. Er braucht mich heute. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt ein Lied in unserem Gotteslob, das in einer seiner Strophen sozusagen unser Lebensprogramm als Christen enthält. Dort heißt es: Christus, der Herr, hat mich erwählt. Ihm soll ich fortan leben. Ihm will ich dienen in der Welt und Zeugnis für ihn geben. So lebe ich nicht mehr mir allein. Sein Freund und Jünger darf ich sein. Ich trage seinen Namen, sein bleibe ich ewig. Amen. Schöpfer des Himmels.
gekreuzigt, gestorben und begraben. Lasst uns Fürbitte halten. Jesus Christus ruft uns zum Neubeginn und zum Glauben an die frohmachende Botschaft. Zu ihm rufen wir. Für alle Menschen, die ihr Denken und ihr Bild von Gott hinterfragen und erneuern. Und für alle, die Gott suchen. Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Menschen, die die Zustände in unserer Welt nicht einfach als gegeben hinnehmen, sondern sich einsetzen und engagieren. Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Menschen, die ihr tägliches Leben aus dem Glauben gestalten und die Zeugnis geben für das Evangelium. Jesus Christus. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Menschen, die sich einbringen, um heute Kirche zu gestalten, die Dienste übernehmen und die glaubwürdig verkünden. Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Und wir beten für alle Menschen, die sich um eine ehrliche Veränderung in ihrem eigenen Leben bemühen. Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Barmherziger Gott, mit deinem Sohn hat dein Reich begonnen. Lass es auch durch uns wachsen und blühen. Darum bitten wir durch Christus Jesus, unseren Herrn. Amen. Gaben bringen, sollen
Lasset uns beten. Herr, nimm unsere Gaben an und heilige sie, damit sie zum Sakrament der Erlösung werden, das uns Heil und Segen bringt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn aus Erbarmen mit uns sündigen Menschen ist der Mensch geworden aus Maria, der Jungfrau. Durch sein Leiden am Kreuz hat er uns vom ewigen Tod befreit und durch seine Auferstehung uns das unvergängliche Leben erworben. Darum preisen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut
und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Karl-Heinz und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, ja mit allen Frauen und Männern, Haupt- und Ehrenamtliche, alle, die zu einem Dienst in der Kirche und in unserer Pfarrei berufen und bestellt sind. Und gedenke unserer Brüder und Schwestern, die von uns gegangen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich, o Gott, schauen dürfen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir alle haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Aus diesem Geist heraus dürfen wir Gott Vater nennen und so beten, wie sein Sohn es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Schwächen und Fehler, auf unsere Sünden. Schau vielmehr auf das Gute, das wir tun, auf unsere Liebe und den Glauben deiner Kirche und schenke uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist.
Seht das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Blickt auf zum Herrn, so wird euer Gesicht leuchten und ihr braucht nicht zu erröten. Der Leib Christi. Amen. Thank you.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, in deinem Mahl schenkst du uns göttliches Leben. Gib, dass wir dieses Sakrament immer neu als dein großes Geschenk empfangen und aus seiner Kraft leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ihnen allen wünsche ich einen gesegneten Sonntag und eine gute kommende Woche. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. So segne und behüte euch der allmächtige und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Danke sei Gott. Menschen die Hoffnung geschenkt, Halleluja.